herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Die Burg hier in der Direwolf 20. Wir haben letztes Mal angefangen, hier drüben ein bisschen Platz zu schaffen für das ist interessant. Für ein Haus. So rum. Für so ein kleines Gebäude, was unsere Ressourcen aufnehmen kann. Da muss ich gerade noch ein bisschen ausbauen. Dass wir da auch Platz haben. Ich mache hier mal gerade noch ein bisschen mehr Platz. Also wir müssen auch überlegen, wie wir hier dann alles anbauen, also die Gebäude, wie wir die schön platzieren können. Ich mache hier gerade mal ein bisschen mehr Platz, weil den werden wir auf jeden Fall brauchen. Ich denke, ich werde hier so ein schönes altes Gebäude hinstellen. Bin ich voll? Oh, ich bin voll. Verdammt. Dann hau ich gerade mal hier die Ores rein. So ist gut. Und was ich auch gedacht habe, ist, wir machen, wir gucken mal, dass wir die Smeltery automatisiert bekommen. Das heißt, dass wir da irgendwie so einen Trigger dran machen, Redstone Clock oder irgendwie sowas. Das sollte man vielleicht auch mal direkt machen. Dann können wir nämlich die ganzen Sachen mal automatisch zu Barren einschmelzen. Ich schau mal gerade. Redstone. Redstone Clock. Oh, das geht ja easy. Mache ich gerade mal. Oh, meine Spitzhacke muss sowieso ein bisschen ausruhen. So, für die Tiere brauchen wir natürlich noch Unterstände. Wir brauchen alles eigentlich noch. Ums Bauen haben wir uns noch nicht so wirklich gekümmert. So, Redstone brauchen wir. Und diesen Stein. Aber jetzt mache ich erstmal eine Redstone Torch. Wo warst du denn? Hier. Und Stone. Stone müssten wir auch haben, weil wir haben ja hier was drin. Redstone Clock. Sehr gut. Müssen wir die noch aktivieren? Ich habe keine Ahnung. Ich mache mal einen Hebel. Dann können wir nämlich alles einfach zu Ingots. Achso, ein Ding brauchen wir auch noch dann. Da ist nichts mehr drin. Ist noch Lava drin? Hä? Lava ist noch drin. Das zeigt mir ja auch, dass da was drin sei, aber... Ich komme nicht mehr in die Schmelze rein. Warum denn nicht? Komisch. Wo hat denn das jetzt hin? Ah, hier. Hier habe ich ja noch mehr Ores. Alter. Ja, ich muss sagen, unser Raubzug hier durch die Untergrund, der war sehr erfolgreich. Was wir da an Ressourcen gecrabt haben. Richtig cool.
Und genau dafür brauchen wir jetzt eben ein Lager. Da ist noch Zinn. Das war falsch. So, also das ist schon ein Stack, zweieinhalb Stacks Eisen. Kann sich sehen lassen. Aber wieso ich da nicht mehr reinkomme, das verstehe ich nicht. Habe ich eine Platte für Ingots? Ja. Mach die mal einfach alle raus. So, den Baum hier, den werde ich auch mal gerade. Oder den Busch. So, schön, haben wir ein paar Beeren. Und zwei Setzlinge. Ich will gerade mal hier. Ah, da ist nämlich Gras. Sehr nice. Das ist ja perfekt. Dann kriegt man das ja doch alles begrast. Begrünt. Das ist perfekt. Das war nämlich so ein bisschen meine Sorge, dass wir hier vielleicht kein Gras hinkriegen. Aber so wie es jetzt aussieht, schaffen wir das. Ah, Spitzhacke am Arsch. So, ich habe das Kupfer, das Bronze alles weg. Ah, warte, hier ist auch. Hier? Ja. So, ich möchte nämlich hier wirklich einen schönen Garten anlegen. Da machen wir dann die verschiedenen Büsche ran. Dass das alles schön aussieht. So, erstmal. Okay. Habe ich noch Erde? Hier ist auch noch ein bisschen was. Da ist überall ein bisschen Erde mit drin hier. Können wir uns einfach nehmen. Früher oder später muss die sowieso weg. Ja, was war da? Sah aus, als wäre da irgendwas rumgeflogen. Hier haben wir nämlich auch schon angefangen. Eine kleine Terraform-Folge hier. Ich weiß nicht, ob ich die Bienen auch irgendwie benutzen soll. Ich werde sie auf jeden Fall mal aufheben, denke ich. So, da kriegen wir nämlich einfach so, dass wir hier nicht auf dem richtigen Level. Nee, ich bin zu niedrig. Ist egal, da kann man ruhig ein bisschen runtergehen dann. Da kommt hier so ein schöner Garten hin. Vielleicht ziehe ich da noch so ein bisschen den Stein von innen ein bisschen so als Überhang raus. Mach hier einen großen Garten hin. Könnt ihr auch hier anpflanzen, die Büsche.
Hier müssen wir ja nicht mehr hochkommen. Wir haben ja inzwischen unsere schöne Brücke. Da hinten schimmert sie durch. Die Frage ist nur, ob ich hier alles einfach zubaue. Ich glaube schon. Ups. Ich baue hier einfach zu. Sonst müssen wir das hier alles auffüllen. Darauf habe ich weniger Lust. Ups. Alter, dieser Bug. Der wird mich nochmal killen, ey. Tritt mir gleich wieder der Schweiß auf die Stirn. Ich habe kein Gras, kein Dirt mehr. Ist schon alles weg. Dann setze ich doch hier einfach mal kurz. Ein paar Büsche hin. Dann schaffen wir heute einiges, hey. Wie gesagt, das Nice daran ist eben, dass wir jetzt schnelleres Werkzeug haben. Ich glaube, der Zombie kommt. Ich hatte mal ein Schwert gemacht, dachte ich eigentlich. Tschüss. Falsch gedacht, irgendwie. Hier ein Mini-Zombie. Die sind immer so sakrisch aggressiv. Vor denen habe ich richtig Schiss. Kann man schon so sagen. Gut. Mach hier mal ein bisschen Licht. Dann haben wir da nochmal eine Wasserquelle. So, eigentlich wollte ich ja hier ein Haus bauen, gell? Kommen wir noch dazu, keine Angst. Vielleicht kriegen wir da auch irgendwie so ein Haus mit Überhang hin. Da kommt der nächste Mini-Zombie, ey. Attacke weg. Okay, scheinen ihn abgehängt zu haben. Ich hoffe, dass es mit der Lautstärke passt. Ich habe da ein bisschen was verändert, wie ich aufnehme. Deshalb hoffe ich mal, dass es passt. Also ich editiere die Musik nicht mehr später rein. Ich habe es jetzt so, dass sie direkt während der Aufnahme läuft. Wie gesagt, ich hoffe, das passt. Wenn ich ein bisschen zu leise bin, dann schreibt mir das gerne mal unten rein. Dann werde ich gucken, dass ich das in der nächsten Aufnahme wieder anders mache. So, jetzt aber sollten wir uns um das Haus kümmern gleich. Gut. Ich habe hier keinen Platz mehr. Ballern wir mal die Schneebälle weg. Brauchen wir sowieso nicht. Oder kann man damit hier? Nee.
passiert, wenn man die. Okay. Aber die machen, glaube ich, keinen Schaden, gell?